Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 und wir machen direkt weiter mit Cutscenes. Wir haben das Schiff erobert und mal gucken, wie es weitergeht. Auf in den Untergrund. Es ist leer. Was hat Church mit der Ladung gemacht? Gute Frage. Wir sind immer noch auf der Suche, wie gesagt, nach der Ladung des Schiffes, die uns geklaut wurde. Und so wie es aussieht, ist ihn hier nicht. Es war ein richtiges Abenteuer, das sag ich dir. All deinen kleinen Tricks und Fallen zu entgehen. Clever! Einige jedenfalls. Das muss ich dir zugestehen. Und wie du das alles geheim halten konntest. Wir hatten einen Traum, Benjamin! Scheiß drauf! Einen. Stirb einfach! Oder vielleicht auch nicht. Oh, folgendes Mikro. Genug! Wir kamen aus einem Grund. Müssen unterschiedliche Gründe sein. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Was zur Hölle? Bye bye. Weiß nicht, ob das jetzt gut war, ihn zu töten, aber ich mach's trotzdem. Mal. Wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort. Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Nein, nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas Größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen? Die ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben? Oh, wie praktisch. Wir Armen. Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur, eure Verbrechen zu entschuldigen. Als wärst du der Unschuldige und die anderen die Diebe. Alles eine Frage der Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben, der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Glaubst du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat? Keinen Grund, sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen, der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat, die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun diene dem Allgemeinwohl. Dein Feind sieht das anders. Und das nicht ohne Grund. Zamanios Ginaha, Tiahne de Gantu Titogaske. Ein netter Spruch. War richtig. Der Tod ist ein Segen für uns beide. Dann komm, du willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. Na, ich weiß nicht, ob ich das brauche jetzt unbedingt, deine Hilfe. Ich meine, ich habe ein ganzes Schiff voller Menschen, aber egal. Gut, neue Mehrspielerbelohnung freigeschaltet. Okay, ich glaube, ich muss den Mehrspielermodus wirklich mal irgendwann anspielen. Sequenz 9 beendet. Freut mich. Karibik-Mission hat mir jetzt richtig gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die werde ich irgendwann auch nochmal replayen. Fand ich richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen, ja. Daumen hoch dafür an die Entwickler. Richtig schöne Sache. So, Connor ist wieder in seinen Gedanken. Vereint. Doch weiß ich noch nicht, was gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich. Jedenfalls, was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee, der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Dennoch, er hat recht, was Washington und seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für wohlhabende weiße Männer. Was ist mit einem wie mir? Oder Surrey? Welche Rolle spielen wir dabei? Hat mein Vater etwa recht? Über so vieles nachdenken. Und es bleibt mir so wenig Zeit dafür.
Alles klar. Mal gucken, was Achilles dazu sagt. Willkommen zurück. Wie war's auf Martinique? Achilles, Ich muss mich entschuldigen. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor. Aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinneswandel? Woher kommt das plötzlich? Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihm traue oder ihn schätze. Aber es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Peyton mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann. Na, das ist ja mal interessant. Jetzt arbeiten wir wirklich komplett mit unserem Vater zusammen, freiwillig. Boah, ungezwungen. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich jetzt nicht. Aber mal schauen, ne? So, ach man, ich habe schon wieder einen falschen Stick. Das ist furchtbar, weil ich spiele momentan extrem viele Rennspiele. Weil ich habe zum Geburtstag beispielsweise, zu Weihnachten beispielsweise... Forza Horizon bekommen. Richtig geiles Rennspiel. Wirklich richtig cool. Richtig Spaß. Geile Atmosphäre und alles. Dann habe ich mir nach Weihnachten ja, wie gesagt, die neue Xbox gekauft. Die Slim jetzt. Und da lag dann nochmal Forza 4 dabei. Was ich bisher bloß 2 Rennen gespielt habe. Aber ist auch richtig geil. Und da steuert man halt die Karte. Also bei Forza Horizon zumindest die Karte immer mit dem rechten Stick. Und das ist halt voll ungewohnt, wenn man jetzt in Assassin's Creed immer mit dem... Nee, warte mal. Man steuert die Karte immer mit dem linken Stick. Und in Assassin's Creed macht man das mit dem rechten. Und das ist halt... einfach ungewohnt, dass das immer sich wechselt, ne? So, und wie man sieht, ich habe noch eine Siedlungsmission ausgewählt. Die werden wir uns nochmal schnell angucken, weil wir haben jetzt eben bloß noch 5 Minuten für diesen Part übrig. Und da ist ein Hund. Hallo Hund, wie geht's dir so? Braves Vieh, brav. Schade, dass die Viecher alle gleich aussehen. Ich finde ja schön, dass sie Hunde eingebaut haben, mit denen man interagieren kann und so. Aber hätten sie auch 2, 3 verschiedene Hunde einbauen können. Ich meine, es gibt ja noch diesen fetten Wachhund. Aber mit dem kann man ja selber nicht interagieren. Mal abgesehen davon, dass man ihn tötet. Naja, was soll's. Man muss ja froh sein, dass sie es überhaupt eingebaut haben, so ein bisschen abseits der Handlung noch was zu sehen, ne? Gut, machen wir mal weiter. Oh, schade, hier komme ich gar nicht durch. Da muss ich ja außen lang gehen. Ich komme nicht durch den Busch durch. Furchtbar. Furchtbar. Na gut, da vorne haben wir die Mission. Dann schauen wir mal, was es zu tun gibt. Hallo, werte Person. Wie geht's? Vielleicht noch ein bisschen lauter. Entschuldigung. Ich versuche, einen Puma zu fangen, der hier umherstreift. Das Biest hat schon 2 meiner Fallen ausgelöst. Es sah aus, als wäre sein Fell weiß, so verrückt es auch klingt. Sein Pelz muss den richtigen Leuten ein Vermögen wert sein. So ein Puma habe ich noch nie gesehen. Ich würde dir gerne helfen. Wenn es dir gefällt, sei leise. Wow, was ist jetzt los? Hallo? Hallo? Alles klar, offensichtlich gibt es hier gerade ein paar technische Schwierigkeiten. Ja, das ist jetzt natürlich arschschnee. Und es lackt auch ziemlich. Also, ich glaube, das Spiel hat sich jetzt gerade gehümmelt. Mit Hinweisen im Suchgebiet interagieren, um sie zu analysieren. Ja, das ist ja ganz toll, aber... ich sehe nichts. Scheibengleister. Versuchen wir mal ganz kurz, wir können ja die Mission neu laden. Vielleicht klappt das ja hier. Ansonsten haben wir ein kleines Problemchen, ne? Mann, das habe ich jetzt auch nicht erlebt, so einen derbsten Bug. Okay, alles klar. Wir scheinen hier einen Bug ausgelöst zu haben. Dann werde ich das jetzt mal einfach mal komplett Änderung neu starten. Vielleicht klappt ja das nochmal. Ansonsten würde ich das Spiel nochmal beenden müssen.
Aber was auch nicht so tragisch wäre, das wäre ja eh Ende des Partes. Und wie angekündigt vor 3 Parts, klappt nicht gut, dann versuchen wir nochmal den Animus zu verlassen, ob es dann geht. Ja, wie ich schon im letzten Part mal gesagt habe, ich habe ja noch gar nichts gegessen. Ne? Es ist ja schon wieder 3:15, ey, und ich habe noch kein Mittag oder Frühstück gegessen. Ich werde mir jetzt erstmal was machen, glaube ich. So schaut's aus. Gut, Spiel, wie sieht's aus? Das Spiel will heute nicht mehr mit mir zusammenarbeiten, Leute. Okay, jetzt geht gar nichts mehr. Verkackt. Also gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.